Schon, ja, es war. Erzähl uns einfach mal, was bei diesem Tor so alles an Emotionen in dir losgegangen ist. Ah, ouais, effectivement, beaucoup d'émotions. C'était une vraie explosion de joie. Ja, das war eine Explosion der Freude, die da auf dem Platz war. Und es ist auch was ganz Wichtiges und was ganz Großes, was wir erreicht haben jetzt mit der Qualifikation für Europa, für diesen Verein, auch für den Coach. War es einfach enorm wichtig und toll, dass wir das hier noch so gerissen haben. C'est très important pour nous, donc on est très content de ça et on va profiter. Dieser Charakter, diese Emotionen, wie kann man das alles so zusammenfassen, dass einem gelingt, ein Spiel so zu drehen? Also was ist da in der Mannschaft vorgegangen? Ja, das ist das, was der Coach letztendlich immer sagt. Ja, der Coach sagt auch immer, wir entscheiden auf dem Platz. Also es ist entscheidend, was wir tun in erster Linie und das haben wir auch auf den Platz bringen können. Also wir haben das Spiel umbiegen können. In der Vergangenheit war es mal so, dass wir mal auf 2-1 rangekommen sind, auf 2-3 rangekommen sind, aber nie so richtig das Spiel für uns entscheiden konnten. In Stuttgart haben wir dann das Spiel auch umgebogen und haben das Spiel für uns entschieden. Und das war gestern eben enorm wichtig, dass wir das Spiel so noch in die richtige Bahn lenken konnten. Insgesamt, du hattest eine relativ schwierige Zeit mit der Verletzung und wieder das Comeback zu schaffen. Wie wichtig ist das Tor für dich persönlich? Ja, das war für mich auch ein sehr wichtiges Tor, einfach weil ich auch, wie du sagtest, eine lange Leidenszeit hinter mir habe. Ne? Die 4 Monate, die haben an mir gezerrt. Ich habe überlegt, komme ich wieder auf dieses Niveau? Man fängt dann auch an zu grübeln auf dieses Niveau, was ich vorher hatte. Und dementsprechend war es enorm wichtig für mich, eben diese Bestätigung auch zu haben, dieses Tor zu schießen. Und ja, ist natürlich was ganz Besonderes und was ganz Wichtiges für mich. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait du bien pour mon mental et pour ma confiance aussi. Könnte das eine größere Motivation, einen größeren Push geben als dieses Spiel heute für das Pokalfinale? Ja, wir sind noch 3-mal mehr motiviert jetzt in der kommenden Woche, als wir es heute schon waren. Einfach um den Pokal nach Frankfurt zu holen. Wir sind eine Mannschaft, die diese Wettbewerbe kann und die auch Trophäen holen kann. Und wir hoffen, dass wir jetzt die nächste Woche auch eben mit dem Pokal nach Hause kommen. Es sera 100 fois plus qu'aujourd'hui.